Ja, ich habe euch schon recht herzlich begrüßt. Jetzt noch alle einmal zusammen herzlich willkommen für die, die aus später gekommen sind. Wir kommen also jetzt zur Teamvorstellung und wie sich das beim Weg gehört, bevor wir das Team vorstellen, da werden wir natürlich noch einen kleinen Programmteil sehen. Also, ihr kennt sie alle aus der Saison, sie haben sich vorbereitet. Herzlichst willkommen unsere Speedjumpers! Applaus für unsere Speedjumpers, war eine ganz kurze, spontane Einlage. Ihr seht, was euch diese Saison erwartet. Ja, jetzt kommen wir natürlich zum Team. Und da will ich nochmal ganz kurz aus der letzten Saison ein bisschen was aufnehmen. Spannung darauf. Ich weiß, die meisten können es kaum erwarten. Am 15. September, 16. September, sieht man das Team das erste Mal beim Oettinger Pre-Season Cup. Zum Ende des Monats geht es dann mit Volldampf in die Saison. In der Pro A. Ja, und bevor wir hier so richtig loslegen, darf ich ihn natürlich hier als allererstes begrüßen. Den Präsidenten des BIC Gotha e.V., Dirk Kollmar. Wir kommen mal zusammen hier in die Mitte. Bis jetzt waren wir ja noch nicht zu sehen. Moment, wir müssen mal hier kurz durch. Ja, also, bevor wir das Team vorstellen werden, möchte natürlich der Herr Kollmar auch ein paar Grußworte an euch richten und euch in die Saison einstimmen. Und natürlich möchte er die Chance nutzen, auch die Mitarbeiter und die guten Seelen, den Staff drumherum vorzustellen. Bitte schön, Dirk. Ja, hallo, liebe Freunde des Gotha Basketballs. Die Mannschaftsvorstellung überlasse ich dem Coach und unserem Hallensprecher Jeff hin. Ja, aber es hat sich mit dem Aufstieg in die Pro A doch für den Verein einiges geändert. Wir haben uns professionalisiert in der Form, als dass eine GmbH gegründet werden musste, die es letztes Jahr auch schon gegeben hat. Diese Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die BIC GmbH. Ja, und mit dem, was wir alles vorhaben, wären die bisherigen Verantwortlichen leicht überfordert gewesen. Deswegen haben wir nicht nur ein neues Team zusammengestellt, ja, das in der Pro A für Begeisterung sorgt und das Basketball-Promotour in Thüringen macht, ja, und auf die Basketballwelt in Gotha aufmerksam macht, sondern wir haben uns auch organisatorisch verstärkt. Als erstes bitte ich Herrn Peter Sturmhöfel zu mir. Er ist der Boss der Basketballkammer. Peter Sturmhöfel ist Geschäftsführer von Basketball in Gotha e.V. Ja, und der Mann für alle Fälle. Unsere Allzweckwaffe, ja, für alles, was er anfällt. Da ist praktisch eine AK-47, wenn man so will. Allerdings im organisatorischen Bereich, im spielerischen Bereich haben wir eine andere AK-47.
aber das wird sich dann später noch aufklären. Dazugekommen ist aus Bamberg vom deutschen Meister. Ja, und man kann immer nur vom Besten lernen, denke ich mal. Meine rechte Hand und der Prokurist der BIC GmbH, Björn Snater. Björn, komm mal vor. So, es geht hier nicht darum, dass irgendjemand einem anderen die Arbeit wegnimmt, ja, sondern dass man ganz einfach in einer anderen Stufe läuft. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben jetzt ein Eigentum, eine eigene Halle mit 1500 Plätzen oder fast 1500 Plätzen, ja, die wir jedes Heimspiel zu füllen haben. Wir haben eine anstrengende Finanzierung, wo wir Partner mit ins Boot holen müssen. Die Oettinger Brauerei wird ihr Patronat natürlich weitergeben, ja, und wird als derjenige, der den Verein und Basketball in Gotha trägt, da sein. Ja, aber wir müssen noch andere für uns begeistern. Wir müssen die Anforderungen der Pro A erfüllen. Es geht los bei Ticketing, bei den Sicherheitsgeschichten, ja, und bei einem professionellen Sportevent. Und deswegen haben wir uns professionelle Hilfe, ja, vom deutschen Meister geholt. Unterstützt wird Björn von Thomas Hedermann. Komm her! So, der Thomas ist praktisch Assistent der Geschäftsleitung. Ja, was jetzt wieder rein formell der Sturmhöfel und der Björn und ich wäre. Ja, und der Thomas ist verantwortlich für Ticketing. Ja, er muss arbeiten. Ja. Ja, er ist verantwortlich fürs Ticketing, für professionelles Sponsoring, ja, und so weiter. Ja, und ich denke mal, ja, dass wir damit einen wesentlichen Schritt weiterkommen. Das sind richtige Mitarbeiter, richtig eingestellt in der BIC GmbH. Ja, und sie haben auch eine richtige Ausbildung. Der eine ist Jurist, ja, der andere ist Betriebswirt. Ja, also ich denke, dass wir hier mit der Erfahrung, ja, dann einiges umdrehen können. So, das war mir ein Anliegen, auch die Leute vorzustellen, die hinter der Mannschaft stehen, ja, und die es ermöglichen, dass im Basketball, also dass Basketball in Gotha überhaupt auf diesem Niveau gespielt werden kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und zurück zu Schöpfi. Ja, vielen Dank. Ihr habt sie also kennengelernt, die Leute im Hintergrund, die hier die Fäden ziehen und eigentlich dafür sorgen, dass die neue Heimspielstätte rechtzeitig fertig wird, dass alles im Prinzip geebnet ist für die neue Saison. Ja, und der Mann, der jetzt schon schwitzt mit seinen Jungs und eigentlich schon, ja, nach der Devise vor dem Spiel, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, nach der Saison ist vor der Saison, ja, begrüßt mit mir recht herzlich unseren Coach der Rockets, den Coach des Jahres der Pro B der letzten Saison, Marco Simic. Marco, herzlichst willkommen. Wie aufgeregt bist du vor der neuen Saison? Ja, natürlich von Tag zu Tag immer mehr. Wir sind natürlich jetzt in sehr intensiven Vorbereitungen. Und, je näher die Saison kommt, je aufgeregter sind wir. Also es kribbelt sozusagen. Spürst du das Dribbeln, sagt die BBL, ne? Ja, kann ich mir vorstellen, ihr seid fokussiert auf den Saisonbeginn. Wann habt ihr eigentlich so richtig mit den Saisonvorbereitungen gedanklich angefangen? Wann hast du dich eingestellt, dass es jetzt so einer Pro A zur Sache geht, und wann hast du eigentlich das ganze Projekt in Angriff genommen? Ja, wir haben das natürlich unmittelbar nach der letzten Saison in die Hände genommen. Wir haben natürlich schon während der letzten Saison und uns Gedanken gemacht, was könnte sein, wenn wir aufsteigen. Wir haben natürlich auch schon eine klare Vorbereitung gehabt, welche Spieler wir behalten wollen, was uns wirklich sehr geglückt ist. Und ja, also die Sommerzeit war sehr intensiv. Ja, ich würde sagen, fast schon die intensivste Sommerzeit, die ich hier hatte. Ich habe dieses Jahr sehr wenig Zeit im Urlaub verbracht, habe viele Geschäftsreisen gemacht,
geplant für die Mannschaft, war auch fast ausschließlich den ganzen Sommer in Gotha. Habe dieses Jahr, wenn ich alles zusammenzähle, maximal 10 Tage in Basel verbracht mit meiner Familie. Ansonsten war ich die ganze Zeit hier und auf Geschäftsreise und habe die neue Saison geplant. Also, alles reingesteckt und investiert, was notwendig ist. Vielleicht mal vor Saison so eine Frage. Wie siehst du das als Coach? Wenn das jetzt losgeht, wenn man die Mannschaft neu zusammen hat, was ist da von deiner Seite als Coach mehr gefragt? Der Taktiker, der sich überlegt, wie man spielen will, oder eigentlich, sage ich mal, der Psychologe, der im Prinzip dort ein Team formen kann, dass diese Mannschaft, die sich ja neu gefunden hat, auch funktioniert? Ja, ich denke mal, dass zuerst das Allerwichtigste ist, dass man eine gründliche und gute Scouting macht, dass man sich informiert über die Spieler, die man holt, dass man gute Charaktere auswählt. Ich würde behaupten, dass wir jetzt schon nach 2,5 Wochen Vorbereitung eine sehr gute Atmosphäre in der Mannschaft haben, ein sehr angenehmes Arbeitsklima. Und ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl. Also ich würde sagen, dass im Endeffekt sind alle Komponenten sehr wichtig. Sowohl die Psyche als auch das Training, Basketballtraining, taktischer Bereich wie auch physischer Bereich. Im Endeffekt ist alles wichtig. Ja, das summiert sich dann im Endeffekt alles zu einem Resultat. Und ich denke jetzt, dass das Allerwichtigste ist, dass man auch viele Spielergespräche führt, dass man die Spieler kennenlernt. Und dass man auch die Spieler ein bisschen analysiert und guckt, wo sind ihre Stärken, wo sind ihre Schwächen. Und dann versucht halt in Freundschaftsspielen, Testspielen zu schauen einfach, ja, wo sind die Stärken, Schwächen und dann dementsprechend unser Spiel an unseren Stärken anpassen. Ja, ich denke mal, das ist dir ja, hast du ja den Beweis angetreten, letzte Saison auch ganz gut gelungen. Du musst jetzt 5 neue oder 6 neue Spieler integrieren ins Team. Ich kann dir die Frage nicht ersparen, ja, weil die Fans, denke ich mal, die wollen natürlich auch eine Antwort haben. Der Publikumsliebling, der Player of the Year von der letzten Saison, Markus Monk, ist nicht mehr im Team oder hat keinen neuen Vertrag hier unterschrieben. Habt ihr denn die Ambition gehabt, ihn wieder zu verpflichten? Lag es mehr am Verein, dass es nicht geklappt hat, oder hat er gesagt, nee, ich möchte jetzt lieber in den Staaten bleiben? Ja, wir haben uns sehr bemüht um ihn. Wir hatten wochenlang mit ihm kommuniziert und versucht, mit ihm in Kontakt zu bleiben. Aber es war halt von seiner Seite halt der Wunsch da, dass er in Amerika bleiben möchte. Es wurde auch schon über ihn eine Pressemitteilung geschrieben, dass er eventuell selber im Trainergeschäft jetzt engagieren möchte. Und es ist natürlich sehr bedauerlich für uns, dass er nicht bei uns geblieben ist. Aber wir haben uns natürlich sehr um Markus Monk bemüht. Ja, schade, schade. Wie gesagt, er war ein Publikumsliebling, sicherlich auch eine kleine Identifikationsfigur für unsere Fans, die in die Halle gekommen sind. Aber ich denke, du hast ja einige andere Herrschaften hier scouten können, verpflichten können, die auch das Zeug dazu haben, Identifikationsfiguren zu werden. Ja, und da kommen wir eigentlich jetzt dazu. Ich glaube, das überlasse ich dir am besten. Dein Team für die Saison 2012-13 in der Pro A selber vorzustellen. Ja, ich möchte gleich mit einer Identifikationsfigur, mit einer Identifikationsperson beginnen. Ich würde anfangen mit meinem Trainerteam. Wir haben dieses Jahr ein sehr breites und gutes Trainerteam. Zuerst möchte ich die Yvonne Schäfer zu mir bitten, die ein Urgestein im Verein ist und eine Identifikationsfigur. Und Yvonne Schäfer ist dieses Jahr unser Mentalcoach, Mentaltrainer. Ja, das heißt, wir kümmern uns auch dieses Jahr ganz stark um die mentale Psyche der Spieler. Und mit Yvonne haben wir da einen sehr großen Erfahrungsschatz und Erfahrungsschatz im Trainerteam. Wenn ich auch zu mir bitten würde, ist Christian Fabian Twist. Das ist unser Fitnesstrainer, Athletiktrainer. Wochen die Jungs ganz schön hart drangenommen. Ist auch mittlerweile der Lieblingstrainer bei den Jungs. Ja, das ist das Trainerteam für dieses Jahr. Wir werden auch sehr kurzfristig in der nächsten Zeit einen Assistenttrainer bekannt geben. Ich denke, dass wir schon nächste Woche, Anfang nächste Woche oder Mitte nächste Woche den Mann bekannt geben. Aber solange nichts wasserdicht ist, macht es auch keinen Sinn, was in die Runde zu werfen.
Ja, und dann würde ich gerne mit dem Team beginnen. Ja, ich würde vorschlagen, dass Sie mit den Jungs beginnen, die wir schon kennen. Ja, ich würde gerne mal den Dimitri zu mir bitten. War letztes Jahr Mannschaftskapitän, eine sehr wichtige Person, sowohl sportlich als auch von der menschlichen Seite, eine sehr wichtige Person für die Mannschaft. Er wurde letztes Jahr von der Mannschaft zum Mannschaftskapitän gewählt, aufgrund seiner menschlichen Qualitäten und natürlich auch aufgrund seiner sportlichen Qualitäten. Ja. Wir sind sehr froh, dass wir Dimitri behalten haben und somit auch eine Identifikationsfigur in Gotha behalten haben. Und ab jetzt nennen wir ihn alle Daddy T. Tororis ist ganz wichtig für die Mannschaft. Er ist mit einer der härtesten Arbeiter im Team. Ich habe letztes Jahr alle Spieler nach der Saison eine Frage gestellt und die war, wenn ihr morgen in den Krieg ziehen müsstet und ihr einen Spieler mitnehmen könntet, wen würdet ihr mitnehmen? Und der größte Teil der Mannschaft haben den Namen Tororis genannt. Einfach aufgrund seiner Zuverlässigkeit und aufgrund seiner Disziplin und auch menschlichen Qualität, die er hat, und ist einfach ein harter Arbeiter, der mit dem Team weiterhelfen kann. Leo Nibur. Ja, eins kann ich versichern. Letztes Jahr ist Leo im Sommer auf der Laufbahn jedem Spieler hinterhergerannt. Und dieses Jahr ist er immer mitgelaufen. Also Leo ist einer sehr guten Verfassung nach Gotha gekommen und wir können uns sehr freuen. Leo, zwei weitere Jahre in Gotha. David. Watson ist einer unserer besten Werfer im Team, ein begnadeter Scharfschütze, den man keinen Millimeter freilassen kann auf dem Feld. Und ja, die meisten kennen schon und wir freuen uns alle. Auch David übrigens hat hier mindestens noch einen Zwei-Jahres-Vertrag und ist mitten in einem BA-Studium und auch jemand, der natürlich auch so Probleme mit in die Pro A mitgekommen ist. Und ich freue mich halt sehr, dass wir Spieler wie David hier mitentwickeln und auch langfristig im Kader begrüßen können. Jetzt verrate ich das nächste Geheimnis. Albert Puppe, die Abkürzung für seinen Namen ist AK, und er hat dieses Jahr offiziell die Spielernummer 47. Auch Albert kam letztes Jahr sehr oft vor bei der Frage, die ich den Spielern gefragt habe nach der Saison. Ein sehr harter Arbeiter, der einfach mit seiner Intensität gar nicht mehr wegzudenken ist aus dem Team. Und ein Vorbild für alle anderen im Team.
ja, die wir gezielt geholt haben, uns zu verstärken. Ja. Ich würde gerne anfangen mit dem Playmaker, der letztes Jahr auch im Finale der Pro A gestanden ist, der in einem Finalspiel, im ersten Finalspiel gegen Weißenfels, sage und schreibe, 18 Assists gespielt hat und in der Pro A bekannt ist als ein sehr kreativer Spieler. Er ist ein Floor General, wie man das so nennt, hat das Spiel im Griff, hat auch den Überblick auf dem Feld und ist auch ungewohnt physisch sehr stark für einen Playmaker. Ich begrüße alle den Amon Smith. Ja, das war jetzt der Albert mit David. Ja, dann gehen wir weiter. Ich würde sagen, wir gehen weiter mit dem Shooting Guard. Okay, Shooting Guard. Ist ein Mann, der schon in der Pro A aufgestiegen ist mit Phoenix Hagen. Und der Pro A in die BBL war einer der absoluten Leistungsträger in Hagen. Hat dann ein weiteres Jahr in der BBL in Hagen gespielt. Ja, auch in einer sehr wichtigen und einer Führungsrolle. Im nächsten Jahr hat er in Gießen gespielt, auch in der BBL. Mittlerweile war er auch in Finnland. Hat sich dort ein bisschen abgekühlt von den letzten zwei Jahren. Und wir freuen uns, dass er mit uns ist und dass er bei uns ist. Begrüßt alle den Chase Griffin. Variabler Guard, der auch, wir nennen das im Basketball, ein typischer Combo Guard, der auch drehen kann, zum Korb ziehen kann und ein begnadeter Shooter. So, und dann kommen wir zu jemandem, der vielleicht dieses Jahr das Potenzial hätte, einer der absoluten Lieblingsspieler zu werden. Nicht nur aufgrund seiner Art, also eine sehr extrovertierte Person, die viel zu lachen bringt. Wir haben letzten Tage sehr viel gelachen wegen ihm. Nicht nur wegen dem, ist auch ein Mann, den wir jetzt schon sagen können, ein absoluter Highflyer ist. Also er fliegt durch die Luft, sehr attraktive Spielweise, hat für seine Größe eine sehr gute Technik. Ja, also ein Spieler, der wirklich sehr flexibel einsetzbar ist, auf allen Guard-Positionen, wenn nicht sogar auf der Position 4. Hat letztes Jahr in der ersten Liga in Kanada 16 Punkte im Schnitt gemacht und 10 Rebounds im Schnitt geholt. Also nicht nur jemand, der scoren kann, auch jemand, der effektiv ist. Und ich möchte hiermit den Trevon Layton begrüßen. Ja, dann machen wir weiter mit dem größten Mann im diesjährigen Team. Auch ein, für seine Größe, ein begnadeter Shooter, sehr guter Shooter. Ist frisch aus dem College, ein Rookie. Für seine Körpergröße kann er sehr gut rennen. Das haben wir gesehen die letzten Tage auf der Laufbahn, das ist unglaublich. Der Mann rennt mit 2,11 Meter, rennt er mit den Guards auf der Laufbahn. Also hat eine unglaubliche Kondition und kann laufen für einen 2,11 Meter Mann. Ich denke, wenn wir ihm noch ein bisschen Muskeln verschaffen, dann wissen wir nicht, wohin der Weg hinführen wird. Aber wir sind sehr gute Dinge. Und besser, du machst ein bisschen langsam mit den Muskeln. Ja? Wir wollen ihn noch lange in Gotha haben. Ja, begrüßt alle mit mir den Derek Selvig. Rebounds, hat auch viel gescored, war einer der absoluten Führungsspieler im Team und ist sich auch gewohnt, mit Druck umzugehen. Die letzte Verstärkung, die zweitletzte, ist, ich hoffe, ich spreche den Namen diesmal richtig aus, Jolaik Schaffrat aus Chemnitz. Jolaik
Zeit, war letztes Jahr reguläre Pro-Saison, Tabellendritter mit Chemnitz. Was ich zeigen kann. Und er hat auch eine große Rolle im Team gehabt. Wenn ich mich nicht täusche, 28 Minuten im Schnitt beim Tabellendritter in der Pro-A. Auch ein sehr effektiver Spieler, ein Kämpfer, ja, ein richtiges Arbeitstier unter dem Korb. Und wir freuen uns alle auf die Duelle unter dem Korb von Jonas Schaffner. Der Letzte, der heute leider nicht bei uns ist, weil er zu Hause ist und gerade, nicht jetzt gerade, aber er hat die Tage seine Frau geheiratet und ist deswegen nicht mit uns, kommt aber am Montag wieder frisch verheiratet. Das ist der Jan Lipke. Jan ist auch jemand, der schon BBL-Erfahrung hat und ja, wir sind sehr glücklich, dass wir ihn geholt haben. Auch ein sehr mobiler, variabler Guard, der sowohl der auf allen Guard-Positionen spielen kann und auch uns eine sehr, sehr starke Physis mitbringt. Also wir sind sehr froh, dass Jan bei uns ist. Ja. Ist meine Fortbildung in Hamburg. Die Ramona ist dieses Jahr unsere offizielle, die war schon letztes Jahr unsere Physiotherapeutin, aber dieses Jahr ist sie fest bei uns und wir freuen uns natürlich auch, dass wir da in dieser Hinsicht sehr gut betreut sind. Wen ich auch nach vorne bitten möchte, ist Emir Mujic. Ja, ich denke, Emir ist Teambetreuer und hat sich entschlossen, dieses Jahr weiterzumachen. Und ich glaube, er verdient einen sehr großen Applaus, weil er macht das Ganze ehrenamtlich. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt niemanden vergessen habe. Wir haben dieses Jahr auch einen offiziellen Teamarzt, den Herrn Dr. Engelmann, der übrigens Chefarzt ist. Helikopter diese Saison. Ja, da hat ja nun, kann sich jeder nun dran erinnern, ne? Aber beim nächsten Mal wird sich vorher warm gemacht, nicht, dass es wieder hinten in der Wade irgendwo zu einer Verletzung kommt, ja. Aber ansonsten, er ist ein Entertainer. So, jetzt kann ich es den Jungs natürlich nicht ersparen und werde jetzt mal hier die Runde machen. Ein, zwei Fragen hätte ich dann doch noch gerne. Ja? Und dann gehe ich zum Kapitän als erstes. Bibi, Hand aufs Herz und nicht gelogen. Wie zufrieden bist du bisher mit dem Team, was sich jetzt hier zusammengefunden hat, als Kapitän jetzt? Kapitän war ich erst mal letztes. Das ist ja wisst ihr erstmal nicht. Aber mit dem Team bin ich absolut zufrieden. Die Jungs sind alle super drauf, die verkämpfen miteinander, die Sport haben alle super verstanden. Deswegen kann sich besser laufen. Wunderbar, also der Kapitän der letzten Saison ist eigentlich zufrieden. Das heißt, du hättest also auch genauso gescoutet. Ja. Ja, ich glaube, das hätte sich jetzt nicht getraut, was anderes zu sagen. Ja, ich gehe mal ein zweiter, ich lasse hier den zweiten raus. Ja, zum Leo. Leo, wie schwer ist es gefallen für dich, hier noch eine Saison in Gotha dran zu hängen? Überhaupt nicht schwer. Das wäre ja nicht hier. Ja, wunderbar. Ne? Man weiß ja nicht. Ne? Also man muss schon mal fragen. Aber du bist auch optimistische Dinge, was die neue Saison betrifft. Es ist ein starkes Team aus deiner Sicht? Es ist ein sehr starkes Team. Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir, wenn wir wieder so gut zusammenfinden wie letztes Jahr, dass wir eine gute Rolle in der Liga spielen.
Also eine gute Rolle, da frage ich mal die anderen Herren, was die unter einer guten Rolle verstehen. Ja, David, der Coach hat schon gesagt, du kannst dich diese Saison freuen. Ihr habt exzellente Playmaker ins Team bekommen, die euch als Shooter mit den richtigen Bällen zum richtigen Zeitpunkt füttern sollen. Wie gesagt, wir waren jetzt die meiste Zeit auf dem Stadion am Laufen, aber die wenigen Trainingszeiten, die wir bisher absolviert haben, haben uns gezeigt, dass wir den Ball sehr gut laufen lassen und wir dieses Jahr noch zusätzlich viele Würfe kriegen. Offene Würfe durch Format aufwerfen. Wie gesagt, der kommt jeden Point, aber es ist eine Flow. Ja, da kannst du dich drauf freuen. Ne? Dann ja, verhungert man nicht hinter der Dreierlinie, sondern kippt auch ab und zu mal den Ball. Kommen wir zum Albert. Ja? Ein Trikot mit der Nummer 47 erstrahlt über das ganze Gesicht. Leo hat es gesagt, eine gute Rolle spielen mit dem Team. Ja? Was heißt eine gute Rolle? Ich denke mal, eine gute Rolle bedeutet, dass wir erstmal versuchen, mindestens in die Playoffs zu kommen. Ich denke mal, das ist ein Ziel. Und von Spiel zu Spiel gucken. Mit dem Team, was wir hier jetzt haben, brauchen wir uns nicht zu verstecken. Und stehen uns auch so sehr gut. Und ich denke mal, dass wir da gut anhalten können dieses Jahr. Playoffs ist das Ziel. Albert hat es ausgelobt. Ne? Also, wenn es nicht erreicht wird, dann wissen wir, wo wir uns zu wenden haben. Ja, er hat jetzt das Team ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich hoffe, das ist im Sinne des Trainers gewesen, ja, die Playoffs auszuloben. Da frage ich ihn gleich nochmal. Ja, der Albert hat eben gesagt, Ziel sollte eigentlich mindestens sein, mit dem Team in die Playoffs zu kommen. Nachdem Leo gesagt hat, wir wollen eine gute Saison spielen. Ja, das muss auch irgendwo unser Anspruch sein. Also wir gehen bestimmt nicht in die Saison rein mit der Einstellung, dass wir gegen den Abstieg spielen wollen. Ganz im Gegenteil, der Anspruch muss schon sein, dass wir eine gute Rolle mitspielen. Wir müssen dieses Jahr auch irgendwo auf Promotour gehen. Wir müssen erfolgreichen Basketball zeigen, guten Basketball, attraktiven Basketball, der die Zuschauer mitnimmt, der die Zuschauer mitreißt. Und wir müssen ja auch schauen, dass wir irgendwie ja, die neue Leichtbauhalle füllen. Und dazu müssen wir schon gucken, dass wir auch irgendwo einen erfolgreichen Basketball spielen. Aber wie Leo und Albert schon gesagt haben, wir denken echt von Schritt zu Schritt. Wir denken von Spiel zu Spiel. Ich sage immer, wer nur an das Ziel denkt, wenn man nur an das Ziel denkt, verdirbt es einem die Lust zu reisen. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir nur von Spiel zu Spiel denken und einfach uns nur auf den nächsten Gegner fokussieren. Und das ist jetzt am 29. September, dann wird das Leipzig sein. Und das ist jetzt unser Hauptfokus und alles andere kommt danach. Also doch getreu der alten Fußballerweisheit, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja? Wunderbar. So, dann komme ich mal zu den neuen Jungs. Albert, one question on you. You reached the finals last season with Kirchheim. Yeah? And it was a little step to grow up for your former team. What is the reason that you come to Gotha? To a team that grew up now from Pro B and Pro A. Talking to Marco, I like his vision, the future of the club. This is a good situation. Okay, also ich habe ihn gefragt, was ist der Grund, warum er von einem Abstiegskandidaten aus der Pro A, die schließlich in den Finals waren, dann zu einem Aufsteiger kommt, der neu in der Liga ist. Aber er sagt, der Trainer, auf jeden Fall eine gute Situation hier, dass sich etwas entwickelt. Und für ihn selber auch sich weiterentwickeln zu können. Chase Griffin. The first question is, somebody asked me today, when arrived your younger brother Blake Gotha? Blake Griffin from the NBA. I wish I could jump like Blake Griffin. You cannot jump so high? My brother can jump higher than you. He wasn't even told. Okay, you played last season in Zomi. What was the main reason to come back to Germany for you? Well, like I wanted to say, it's a great situation. This is a team that you know, could make a jump to the Bundesliga soon. Hopefully, that's aspirations. Also, my family's here. Okay, also ich habe ihn auch gefragt, was ist der Hauptgrund, warum er von Finnland nach Deutschland wiedergekommen ist. Und er sagt, ja, dieses Team,
dieser Club hat das Potenzial, halt auch in die Bundesliga zu kommen. Er hat es ja mit Hagen schon mal erlebt. Ja, außerdem ist seine Familie hier in Deutschland und ich denke mal, dadurch ist er auch top motiviert. Eric, the coaches say you are a rookie, or this is a rookie season for you, but only from Germany. It's the first time for you to be in Germany here. What experience do you have from this small time for you? Gut, also ich habe ihn gefragt, was sind die ersten Erfahrungen hier in Deutschland, ja, von ihm. Und er sagt, das Essen ist wunderbar, das kann ich natürlich verstehen, ja, dass er das natürlich mag. What is your goal for the season? Okay, also er hat das aufgenommen, er möchte natürlich auch ein bisschen noch Muckis draufpacken und etwas kräftiger werden, dann wird es natürlich wahrscheinlich auch noch nach oben für ihn gehen. Thank you. You're right. Du hast in Chemnitz gespielt, hast also in der Pro A eine ganze Menge schon Erfahrung. Deshalb kannst du sicherlich auch einschätzen, wie stark das Team diese Saison hier ist und kannst du dem folgen, dass man mit dem Team in die Playoffs kommen kann? Es ist natürlich immer schwierig, vor der Saison zu wissen, wo das eigene Team steht, weil man nicht weiß, ob man andere Mannschaften nachverpflichtet haben, wie die Teams sind, die man bekommen hat. Aber ich denke auf jeden Fall, dass die Vorredner ja schon gesagt haben, dass wir auf jeden Fall eine gute Rolle spielen können. Also, er ist auch optimistisch. Habe ich noch einen vergessen? Jeroen, one question on you. It's also for you the first time in Germany. What was your reason to come over the sea to Europe, to Germany, to play here basketball? Just a different experience. You know, I played in Italy, you know, in different countries. But just a different experience from talking to Mark. I want to be a part of something special. Also er sagt auch, der Grund, warum er nach Deutschland gekommen ist, ist eigentlich auch hier etwas Besonderes zu erleben. Er hat mit Marco darüber gesprochen und er ist sich auch sicher, dass er hier etwas Großes mitmachen kann. Die Jungs sind hier alle Teil dieser Familie und ich glaube, der Coach der verspricht nicht so viel diese Saison. Wir können es kaum erwarten, wenn man dort hineinrauscht. Die neue Spielstätte ist bis dahin hergerichtet. Ja? Eine Halle so groß wie ein Fußballfeld. Passend für 1500 Zuschauer. Die neue blaue Hölle wird euch empfangen, denke ich mal. Und da möchte der Coach natürlich noch auch ein, zwei Worte dazu sagen. Ja, wie ihr schon gesehen habt, haben wir eine Mannschaft. Der erste Eindruck so von den Leuten ist schon so, dass wir jetzt schon eine sehr bodenständige Mannschaft haben. Ja, wir haben keinen einzigen dabei, der große Töne spuckt. Man sieht, dass alle sehr bodenständig sind, dass alle wirklich sich Gedanken machen über das, was sie machen. Und ich muss sagen, die Mannschaft hat jetzt die ersten zweieinhalb Wochen einen sehr sympathischen Eindruck hinterlassen. Und ich muss sagen, es macht richtig Spaß und Freude, mit den Jungs zusammenzuarbeiten. Und die Jungs sind heiß, das merkt man wieder. Ja, keine Jungs der großen Worte, alle halten sich kurz und, wie sagt man eben, kurz und knackig, aber die Jungs sind heiß und können es kaum erwarten, dass die Saison endlich losgeht. Und wir freuen uns natürlich auch dieses Jahr mit der neuen Situation, mit der Leichtbauhalle. Das wird auch ein richtiges Zuhause für uns, ein richtiges Wohnzimmer. Und wir wollen natürlich das auch dieses Jahr wie letztes Jahr zu einer Festung machen. Wir wollen unsere Halle so wenig Spiele wie möglich abgeben, am besten alle Spiele gewinnen. Und dazu brauchen wir nicht nur die Spieler, nicht nur die Trainer, nicht nur den Vorstand und die ehrenamtlichen Helfer. Wir brauchen alle. Wir brauchen auch die Fans. Und wir sind froh über jede Unterstützung, und nochmal ein riesen Dankeschön für das letztjährige Jahr. Das war eine unglaubliche Unterstützung. Das hat uns bestimmt auch mitgetragen in der Saison. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir dieses Jahr auch weiterhin Gotha zu einer richtigen Festung machen könnten. Mit euch zusammen. Dankeschön.
Ja, ich denke auch, die Jungs, sie freuen sich daran, eines etwas ganz Besonderes zu sein diese Saison. Und das liegt natürlich ein Stück weit mit an euch. Ich denke, es ist alles angerichtet bis zum Saisonstart. Ihr könnt euch dann beim Preseason Cup als allererstes davon überzeugen. Ich denke, das wird ein richtiges Schmuckstück werden. Unser Verein, der Vekota, und allen voran Dirk Kolmar. Wir haben also keine Kosten und Mühen gescheut, dort in der Kindlieber Straße etwas hinzuzaubern, was ich wirklich sehen lassen kann. Auch andere Clubs werden dort neidisch draufschauen, auch wenn es erstmal nur eine Leichtbauhalle ist. Eine Schwerbauhalle kommt noch irgendwann. Im Moment ist es erstmal eine Leichtbauhalle, aber die wird wahrscheinlich von innen sich kaum unterscheiden von einer richtigen, echten, fetten Arena. Dementsprechend wünsche ich uns allen eine tolle Saison. Den Jungs auf jeden Fall erstmal und dem Team, dass sie verletzungsfrei bleiben, dass alle fit bleiben, dass alle ihre Leistung abrufen können. Und ich hoffe, ich sehe euch alle, wie ihr hier seid, am 15. und 16. September zum Oettinger Preseason Cup. Dort geht es gegen ein dänisches Team, den dänischen Meister, den österreichischen Vizemeister, wenn mich nicht alles täuscht, und aus Tschechien, aus der ersten Liga, USK Prag. Ne? Also auch Top-Teams, an denen kann man sich messen. Dort wird man sehen und eine Standortbestimmung machen können, ob man da wettbewerbsfähig ist. Dementsprechend, wie gesagt, wir sehen uns dann alle, gehe ich jetzt von aus, und 14 Tage später nach dem Preseason Cup. Da werden wir uns dann zum Start gegen die Uni Wiesen Leipzig in die neue Saison sehen. Bis dahin, feiert heute Abend schön mit uns, mit dem Team, und vor allen Dingen nutzt die Gelegenheit, die Jungs auch mal anfassen zu können, ein, zwei Fragen stellen zu können. Ja. Und wie gesagt, setzt sie mal richtig unter Druck, was sie hier erwartet, damit sie auch wirklich wissen, worauf es hier drauf ankommt und was bei, mit ihnen passiert, wenn sie dann nicht bei der Stadt bleiben. Alles klar, herzlichen Dank. Unsere erste Mannschaft von Vekota Wien.